Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Batman 3. Wir sind hier wieder in der Bathöhle, nachdem wir das letzte Mal das endgültig letzte Level abgeschlossen haben. Spielen wir jetzt hier die Open World und machen die Missionen, die uns hier noch ausstehen. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viel fehlen uns hier eigentlich noch. Sie haben mir gesagt, dass ich eine kritische Dokumentation über den Alltag in der Bathöhle drehen soll. Nicht so einen Müll! Stell dir nur vor, ich soll einen Kampf zwischen Superman und einem Eisbären einarbeiten. Wie stellen die sich das vor? Eisbären hängen doch nicht mit Fledermäusen rum. Sonst könnte ja genau jetzt einfach einer auftauchen und dieses wohldurchdachte Dilemma lösen. Ich meine... Was? Quest hier. Ich hab's gefunden. Das ist hier den Tisch und Stuhl zu zerstören. Sie haben mir gesagt, dass ich eine kritische Dokumentation über den Alltag in der Bathöhle drehen soll. Nicht so einen Müll! Stell dir nur vor, ich soll einen Kampf zwischen Superman und einem Eisbären einarbeiten. Wie stellen die sich das vor? Eisbären hängen doch nicht mit Fledermäusen rum. Sonst könnte ja genau jetzt einfach einer auftauchen und dieses wohldurchdachte Dilemma lösen. Ich meine... Ja. Da vorne. Ja, genau da. Ja. Got it. Hier ist ja auch die Kuh. Nee, doch nicht. Nee, die Kuh war woanders. So. Ah, ich hab was gefunden. Was denn? Eisbär. Ah, haben wir auch einen Eisbärhelm? Du brauchst nur einen Körper und Helm, stand da. Da, Helm. Muss ich den mal extra kaufen. Da, Kuh, Pinguin, Eisbär. Ah, oh, toll. Okay, dann wissen wir, wie wir es machen. Dafür gab es einen. Nein, den habe ich gerade geholt. Hör mal, Kumpel, ich bin gerade nicht in der Stimmung. Verkauf deine Pfadfinderinnenkekse wohl anders. Die sind unten rechts. Bisschen schmächtig für einen Eisbären, aber das kriegen wir in der Nachbarn. Nee, nee, da war schon richtig drauf. Ja, aber ich habe gedrückt, und ist nichts passiert. Später, okay? Na dann, Schneeflöckchen. Vielleicht kannst du es gerade nicht nehmen. Star aus dir. So ein Dings mit dir. Ja, kann sein. Kevin Smith! Warte, suchst du das nochmal? Mal gucken, was er kann. Die Frage ist zu. LOL! Der kann einfach die Solarzeug machen. Und du weißt, was ich meine. 2 von 5? Perfekt, safe kriegen wir jetzt die Bad Kuh. Ja. Bitte kriegen wir die Bad Kuh. Ja, jetzt halt. Perfekt. Das habe ich gesucht. Grey Ghost. Dann dürfte ich hier alles haben. Das ist Grey Ghost. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Muss, glaube ich, jetzt in dem Kostüm irgendeine Prüfung machen oder so.
hat das was damit zu tun. Oh, die müssen wir auch noch alle machen. Mhm. Ah, das müssen wir machen. Ja. Ah, da bin ich auch mit bei. Okay. Interesting. Mal gucken, was wir machen müssen. Ah, 10. Das geht ja zu zweit deutlich einfacher als... Ich frage mich, ob es bei einem dann nur 5 wären oder ob man hier einfach eiskalt den zwei Spieler... Ich bin tot. Da hast du unter mir gesagt. Stimmt. Man kann ihn nicht einfach töten, man muss die boxen. Ich eile dir zu Hilfe. Warum ist der... Fällt jetzt in den Tod fallen. Nee, doch nicht. Okay. Drei nochmal. Drei weitere. Oh, und danke. Ja. Ach, die können das stampfen. Ja, ja, das machen die. Ah, da, direkt. Perfekt, haben wir es geschafft? Ja, entscheidend. Nein. Nein, schade. Wer hat es gehofft? Ich glaube, wir müssen einfach nur den Parcours meistern. Und da irgendwie hochkommen. Nein, falsche Richtung. Oder? Genau. Ja, ich bin einfach erst so straight zum anderen Ende hingelaufen. Simulation abgeschlossen. Was bekommen wir jetzt? Ich glaube, einen Stein. I don't know. Ja. Oder? Die Sache ist, da bei den anderen standen aber auch noch so Fahrzeuge dran. Das heißt, es kann sein, dass wir die anderen erst spielen müssen, um die Fahrzeuge zu bekommen. Oh. Hm. Salzleckstein. Ah ja, okay. Wollen die anderen gleich auch machen? Ja. Also ich würde sagen, wir wechseln mal so ein bisschen ab, einfach um. Warte, ja. Ganz oben würde ich jetzt mal als erste. Ja. Raumschiff, Ballerei, 1. Die Frage ist, schaltet man die Autos damit automatisch frei? Ach, das ist so ein Arcade-Ding. Funktioniert irgendwie. Oh, Achtung, die Blauen sind verdammt schnell. Okay, ich glaube, das ist das Einzige, was wir brauchen. Ja, aber wir müssen es. Wir kriegen es nicht automatisch geschenkt. Nee, ein bisschen was müssen wir noch zu spielen. Geht das auf Zeit oder geht das einfach auf Welt? Ja, auf Highscore. Also, wenn wir sterben quasi. Ja, wenn wir sterben, ist vorbei. Oh, okay. Ja, aber den Charakter haben wir gerade schon freigeschaltet. Aber ich bin respawned. Okay. Okay. Oder auch nicht, keine Ahnung. Egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, genau. Ach, vielleicht stand am Anfang irgendwo, was wir knacken müssen. Neuer Highscore. Obviously, wenn man es das erste Mal spielt. Ja, gut, Geld haben wir noch. Das haben wir freigeschaltet. Okay. Interesting. Und einen neuen Stein bekommen. Einen neuen goldenen Salzleckstein. Auf der Suche nach den Salzlecksteinen. Ja, jetzt haben wir das abgeschlossen. Ah, und gehen wir auf das nächste? Steht noch nichts. Ja, mach einfach mal. Da spawnen nachher. Ja. Da siehst du ja schon, wo. Der Dings nach spawnt. Das ist gut. Oh, grün. Was kommt grün? Weiß ich nicht. Ah, die gehen nur in einer Linie.
Da bin ich. Hilfe. Das ist doch schon schwerer als das erste. Obviously. Und dann das zweite. Warte mal, ich will mit da hinfliegen, da ist der Leben. Oh, ich bin runtergefallen. Ja. Alter! Warnung für alle Leute, die Epilepsie an der Warnung. Ja, ja. Es kann zu vielen bunten, flackernden Farben kommen. Was ist das? Oh, nee. Haben wir Indiana Jones hier oder was? What the hell? Einfach den Endgegner, den Stein besiegt. Highscore, Geld gekriegt. Bane's Bura. Toll. Jetzt ist die Frage, wo kann man die kaufen? Ja. Weil irgendwo muss man die doch gebrauchen können. Willst du noch eins machen? Ja, eins können wir machen. Eins können wir noch machen. Raumschiffballerei 3. Wie, wer hat uns das denn geklaut? Ich halte mich einfach mal hier hinten in der Gegend von dem, wo das Teil später spawnen wird, auf. Perfekt. Also ich muss sagen, ich frage mich, ob wir gleich noch was anderes bekommen, also ob wir gleich noch was anderes machen müssen, weil es gab ja nur 3 davon, meines Wissens nach. Oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also danach, das war wieder frei, deswegen schätze ich mal davon, dass das einfach wieder was anderes, das erste von was anderem sein wird. Müssen wir dann mal gucken. Man kommt sich wirklich vor wie so ein Arcade-Spieler. Ja, was ist das denn jetzt? Weiß ich nicht, aber das erinnert mich extrem stark an Skylanders. Und ich sehe mich nicht mehr. Du bist doch tot. Nein, ich bin wieder da. Er war nie weg. Ah, das ist der Endgegner, oder? Der Stein. Super! War der auch beim ersten Level auch da? Nein. Okay. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Wenn, hätte es mich auf jeden Fall verwirrt. Das Flash. Okay. Ich frage mich immer, wie... zur Bad Hale. Zur Hale. Zur Hale. Ist das nächste wieder Neues? Lass uns mal kurz gucken. Ja. Ringmeister. Ja, komm, mach das zum Abschluss der Folge auch mal eben. Dass du nicht selbst herunterfällst. Warum? Warum bin ich rot? Das verwirrt mich. Das ist doof. Ja, das ist noch döber für mich, to be honest. Aber du bist anders rot. Also, du hast, Ja, da ist unser Auto. Warte, unsere Plattform bitte mal. Das war's. Ach, easy. Easy. Das hat mehr Spaß gemacht, als das Raumschiff geballert, to be honest. Ja. Was haben wir bekommen? Bananenlast. Okay. Warum? Okay. Zur Bathöhle zurückkehren. Wenn ich jetzt drauf drücke? Ja. Ja, es fehlen uns nur noch Missionen in der Bathöhle. In der Bathöhle, ja. Das war's für diese Folge. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, wenn wir vielleicht schon die Bathöhle komplettieren. Wir werden gucken, wie wir weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Die Ausschau.